Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Super Mario 3D. Nein, gar nicht. Bowser's Fury. Julian seine Katze. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, wir probieren weiterhin den Müll hier. Wir brauchen ja immer noch die Katzeninsignie. Die Scherbe für die Katzeninsignie. Die wird mich nerven, oder was? So. Oh, das wird eng. Das wird eng. Aber eng ist ein dehnbarer Begriff. So. Ich weiß halt echt immer noch nicht, wo sie ist. Wunderbar. Es ist immer gut, wenn man Leute für sich arbeiten lässt. Ja, Leute für sich arbeiten lassen kann, vor allen Dingen. Natürlich kommt der Kackvogel jetzt auch wieder. Das kann doch nicht der im Ernst sein. Ätzend! So. Nein, schade. Das wäre ja so richtig toll gewesen. Aber gut, er ist anscheinend recht schnell wieder abgehauen. Ist denn diese letzte Scheiß-Insignie? Das kann doch nicht sein, oder? Sau. Bin ich schon ganz oben angekommen, weißt du? Und will eigentlich nicht wieder runter.
Gehen wir erstmal da rein. Hilft uns immer noch nicht weiter, was die Insignie angeht, oder die Scherbe. Ich habe diese Insignie, aber sie heißen ja auch Insignienstücke. Also, ne, die Scherbe. Nur wo soll die jetzt noch sein? Ich habe doch jetzt schon alles... Alles abgegangen, ne? Wieder in der Mitte haben wir auch schon. Reingefallen sind wir auch. Ist vielleicht mal hinten mit rum. Einmal so komplett rumfahren. Das ist dieses Drecksding, ey. Doch da drüben irgendwo noch sein. Es tut mir echt leid, Leute. Ich finde das scheiße. Gefunden! Geil. Das haben wir. Das ist halt nur noch die Frage. Was ist jetzt noch das letzte hier? Ups. Zeige ich da mir das schon an? Das ist was anderes, ne? Hier sind wir auch überhaupt noch nicht durch, ne? Zerstöre die Wutblöcke, da müssen wir auch nochmal hin. Es sind nur so viele kleine Sachen. Was ist das hier? Eine Schmusekatze. Erstmal runter. Toll. Erstmal wieder runter. Das finde ich gar nicht so toll. Geradeaus, der Hase. Den bewahren wir uns gleich für Bowser auf. Da ist ein Kätzchen neben mir. Das hat nichts zu sagen. Aber irgendwas soll hier rechts neben mir noch sein. Ah ja, ich sehe.
damit jetzt? Ist auf jeden Fall schon mal keine Zeit hier. Was läuft? Ah, da ist noch ein Fisch. Da ist noch ein Fisch. Fisch. Da hinten können wir noch mal was mit Plessy machen. Wir können da hinten noch mal was mit Plessy machen. Klingt falsch. Ja, das ist glaube ich auch das. Dann machen wir das auch noch mal. Dann ist schon mal wieder was abgeschlossen. Vielleicht kommt der andere Kackvogel hier sogar noch mal vorbei. Andere Richtung. Wie sollte es denn das sein? Warum? Weil ich mich blöd angestellt habe. Hier sind wir auch schon ganz durch. Nicht schlecht. Jetzt kommt da wieder die Drecksau. Lassi! Hallo! Bye bye, Bowser! Da ist auch noch was. Ach. Das ist ja wieder das, was ich irgendwie nicht verstanden habe, wie es funktioniert, ne? Ist gut, ist gut. Okay, ich verstehe jetzt, was... hier sind wohl noch welche schiffbrüchig. Und ich wette, das würde ich jetzt gleich gerne mal mit Plessy kontrollieren. Schön.
Ab und zu klappt das. Manchmal wieder nicht. So, Flessi, gib mal eben Gas. Ich würde jetzt gerne mal den Controletti machen. Nein, jetzt kommt er natürlich gleich. Egal, dann machen wir gleich die Wutblöcke mit. Dann machen wir halt die Wutblöcke gleich mit. So haben wir nicht gewettet, Kollege. So, dann jetzt da. Abfahrt. Jetzt wieder sehr schnell, ne? Das heißt, wir müssten ihn eigentlich seine ganzen Lebensleiste einmal runterprügeln. Das ist ja schon fast nervig dann. Also ich finde, ja, ich glaube, das Spiel wäre zu einfach, wenn das nicht dabei wäre. Aber trotzdem ist es nervig. So, was wollte ich denn jetzt kontrollieren? Ich wollte hier den... Nee. Artefakt. Ich warp mich mal dahin. Ich denke, ich habe jetzt einen von denen gefunden, oder? Ja. Zwei sogar schon. Alles klar. I'm understand. Und dann hat der... Was ist das? Ein Zelt? Hat der dann einen Laden für mich? Man weiß es nicht. Gut, hier bin ich durch. Hier fehlt mir noch was. Warp mich mal hier hin. Ah, jetzt brauche ich den Schlüssel. Way. Jetzt brauche ich den Schlüssel. Hier ist er nicht. Könnte mir vorstellen, dass es ziemlich am Ende sein wird. Und dass ich dann wieder zurück muss. Hier wäre er jetzt schon lange aufgetaucht, würde ich sagen. Sehr schön. Der war gut. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber macht irgendwie Sinn, sonst wäre es zu einfach. Oha.
wenn jetzt wieder sein böser Papa kommt, ne? Jetzt bin ich wieder zu blöd. Oh Mann! Was mache ich denn hier? So kommt sein böser Papa auf jeden Fall. Wenn ich mich weiter so blöd anstelle. Bleibt er denn? Dann würde ich ja gleich gerne wieder eine verpoolen. Oh! Voll gleich auf die Stacheln drauf. Das ist nicht so gut. Warten wir doch mal kurz auf ihn, oder? Der ist doch gleich da. Wollen ihn ja, wenn, dann auch gleich Energie abziehen. Na komm schon. Na kommt er doch. I got the key. Kriegt er gleich wieder eine verpoolt. Das war alles. So, aber hier war ja noch mehr, oder? Hier soll noch was sein. Bisschen weiter vorne. Also ich tippe mal auch irgendwie... Oh, ich komme mal so... Kollegen hier. Aber ich habe ihn gesehen, schon mal. Nämlich noch einer der Toads. Wow, der Toads. Verschanzt unter der Schanze. Okay, verschanzt unter der Schanze. Gott, dann sind wir hier auch durch. Hier nichts mehr, ne? Es geht gleich bald nach oben. Glückspinsel, was auch immer. Das ist ausgegraut. Da kommen wir noch nicht hin. So, dann haben wir hier noch die Kack. Da haben wir noch was.
Ah, da sind noch Wutblöcke irgendwo. Okay. Die müssen wir gleich erstmal finden. Was wir hier haben, weiß ich alles nicht. Aber das wird jetzt so das Nächste sein. Aber das Ganze dann in der nächsten Folge. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.